vor dem letzten. Denn die Show neigt sich ihrem Ende zu. So wie sie begonnen hat, mit der Musik von Led Zeppelin und der gleichen Solistin wie zu Beginn. Das Ensemble unterstreicht mit den gleichen neutralen Kostümen die Gleichberechtigung aller in dieser Eiskunstlauffamilie von Worldstars on Ice. Jeder muss sich der Gruppe unterordnen, auch wenn die Freiheit besteht, eigene Wege zu beschreiten und eigene Ideen zu verwirklichen. Aber diese müssen ins Gesamtkonzept passen. Bei dieser Show wurde nicht einfach Nummer an Nummer gereiht, sondern in Szene gesetzt. Aus dieser anonymen Gruppe von Weltmeistern und Olympiasiegern löst sich der Solostar, Katharina Witt, die diese Art von Eisshow mitkreiert hat, weil sie ihrem Sport eine noch größere Popularität verschaffen will. Schluss präsentiert sich jeder noch einmal einzeln und integriert sich wieder in die Gruppe, getreu der Philosophie von Worldstars on Ice.
Die rund 10.000 Zuschauer in der ausverkauften Halle waren begeistert. Es war eine Eisshow, in der nicht einfach nur Personen im Vordergrund standen, sondern der Sport. Und vor allen Dingen erfuhr das Wort Kunst in Eiskunstlauf eine neue Legitimation. In den 16 Jahren, die ich als Eiskunstlauf-Reporterin arbeite, zählt diese Show garantiert zu den Höhepunkten. I'm always embarrassed because my English is terrible, but I voice it over later on, so it doesn't matter if I go.